Leute. Achso, das ist gar kein Foto. Du musst Fotos machen. Achso, ich bin gerade. Okay, ich mache ein Foto. Wir spielen gerade ein Kartenspiel. Willst du meine Karten sehen? Mega gut, ich werde bestimmt nicht gewinnen. Ja, ich bin richtig gut. Richtig gut. Hey, unsere Fans. Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind ein bisschen wie betrunken, weil es hier sehr, also der Wellengang ist sehr schön intensiv. Ja, intensiv. Und irgendwie muss ich die ganze Zeit lachen. Also ich fühle mich wie betrunken. Also wenn ihr vielleicht mal nach Helsinki fahrt, so wie wir das heute machen. Ja, mit Motorrad. Ja. Motorrad, also Hannas Tipp, Motorrad, was ist dein Tipp? Flugzeug. Flugzeug ist umweltschädlich, ich sage. Pferd. Fahrrad. Man nimmt einfach so die Reise. Ich sag Heißluftballon. Alles gut. Man nimmt einfach die Reise durch Russland. Oder so ein Gleitdingsbums. Gleitschirm? Ja. Ja, oder Surfbrett. Surf. Aber dann schaukelt's auch. Dann bis später, Peter. Willst du den? Jetzt kann man den wirklich üben. Oh mein Gott. Oh. Was machst du? Kommst du wieder hoch vom Mann? Ich weiß, kann dir jemand ein Foto machen? Nee. Weißt du, niemand erwartet, dass ich ein Video von der Milch drin habe. Nein, das sind diese Food-Influencer, die jeden Tag ihr Essen posten. Aber die würden nicht so eine hässliche Milch drin. Okay. Mein Tonic-Pressen! Auf die, ja. Wie kommen wir da hin? Schwimmen! Ja, komm, mach mal! Los geht's! Jetzt kurz runter und gehen dann da hinten gleich wieder hoch. Zum besten. Der Becher ist zu. Da ist ein See, hier. Und da waren wir so drauf, weil es da so Eis, so dick so. Emily geht aufs Eis. Ganz oh mein ruhig. Gott, das macht Geräusche! Ja, geh mal noch ein paar Schritte rein. Das hält dich aus. Guter Tipp, Leo. Geh mal noch ein paar Schritte rein. Du, da kann gar nichts passieren. Und, wie fühlst du dich? Du bist leichter als Leo. Ich weiß es nicht. Du bist leichter als ich. Das ist schon krass dick, ne? Das ist so krass dick, ne? So 2 bis 5 Zentimeter. Und, Hanna, wie fühlst du dich? Was? Oh, das hat Geräusche gemacht. Nein! Hör auf, so Panik zu kriegen. Ich spüre das ja, wenn es kommt. Okay, es ist flacher als gedacht und bewegt sich jetzt. Mutige Hanna. Ist das ein Tier? Das ist ein Tier! Oh. Das klettert von unten an dem Eis lang, so ein Käfer oder so. Echt? Was? Hä, was ist das für ein Tier? Wie, das ist ein Tier unterm Eis oder was? Wirklich? Kann ich nicht glauben. Kommt her und schaut es euch an. Okay, dann gehen wir jetzt mal aufs Eis. Und auf einmal hat es Knack gemacht. Moment des Todes. Also wir standen vielleicht auch zu dritt auf einer kleinen Stelle, wo es vielleicht auch doch nur so war. Aber ich hatte auch ein bisschen, also wegen meiner Digitalkamera, die ich ja perfekt mitgenommen habe aufs Eis. Aber läuft, ne? Ja, wir haben. Zum Glück hatte ich vorher Leo mein Telefon gegeben, dass falls ich reinfalle, dass ich er das dann. Und er war mit drauf. Ich stand aber auch mit drauf. Ja. Und apropos, der Becher ist zu. Spontan gesagt, komm, lass doch besser jetzt mal runtergehen. Spontan? Ich hab da voll die Panik gespürt. Mmh.
Verschoben hier. In der leeren Bühne. Von der leeren Bühne im Schiff. Stimmt. Aber nichts, was ich mit dem. Schuhe kaufen, sag ich nur dazu. Aber, der Becher ist offen. Hey, Hannes. Hey, hallo, Hans. Hallo, Hans. Sag Hallo, Hans zu Hans. Hans, das beste Spiel aller Zeiten. Stimmt's, Leo? Oh ja. Bis später, Peter. Und bleib munter, Gunther. Nein, Nuss. Küss mich, Karl.